Jo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch mal, wie ihr den Rubik's Cube in unter 60 Sekunden lösen könnt. Viel Spaß! Erstmal etwas Grundlegendes. Ein Rubik's Cube hat 26 Steine. Davon sind 6 Mittelsteine, die immer schon an der richtigen Position sind. Das heißt, wir haben 20 Steine, die gelöst werden müssen. Wenn wir den Würfel jetzt in unter einer Minute lösen wollen, müssen wir alle 3 Sekunden ein Teil lösen. Ich habe auf meinem Kanal hier schon ein Tutorial für den Rubik's Cube hochgeladen. Ich würde sagen, ich löse einfach mal den originalen Rubik's Cube mit dieser Methode und schaue, wie lange es dauert. Das Ganze hat auf jeden Fall relativ lange gedauert. Im Hintergrund läuft es mit der zehnfachen Geschwindigkeit ab. Und ich denke, man kann auf jeden Fall festhalten, dass ich hier noch einiges tun muss, wenn ich den Würfel in unter einer Minute lösen will. Ich habe einfach mal gezählt, wie viele Züge ich brauche, wenn ich diese Methode verwende. Ich bin auf 218 Züge gekommen. Um etwas leichter rechnen zu können, gehen wir mal von ungefähr 200 aus. Wenn ich 200 Züge mache und den Würfel in 60 Sekunden lösen will, muss ich im Schnitt etwas mehr als 3 Züge pro Sekunde machen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir mehr Drehungen in der Sekunde hinkriegen? Die Antwort darauf sind Fingertricks. Ich zeige euch einfach mal, was das genau bedeutet. Anstatt beispielsweise die obere Schicht so zu drehen, können wir sie auch einfach mit dem Zeigefinger drehen. Das Ganze geht natürlich auch mit links. Unser Standardalgorithmus mit Fingertricks würde so aussehen. Die vordere Ebene kann man ebenfalls mit dem Zeigefinger drehen. Das ist auch wieder viel schneller und effektiver, als sie beispielsweise so zu drehen. Und auch für die untere Ebene gibt es einen Trick. Die kann man nämlich einfach mit dem Ringfinger hier weiterschieben. So sieht beispielsweise der letzte Schritt der Anfängermethode mit Fingertricks aus. Ich löse jetzt einfach nochmal den originalen Rubik's Cube und verwende dabei Fingertricks, aber an der Methode ändere ich nichts. Gucken wir einfach mal, wie sich das auf die Zeiten auswirkt. Ich habe den Würfel gleich 5-mal gelöst und dabei, wie gesagt, Fingertricks verwendet. Und es hat zeitlich doch schon einiges verändert. Ich hatte sogar schon einen richtig guten Versuch dabei, der auch schon unter einer Minute war. Wenn man aber alle 5 Zeiten zusammenzählt und den Durchschnitt berechnet, muss man sagen, dass es immer noch etwas länger als eine Minute gedauert hat. Ich denke, damit können wir uns noch nicht ganz zufrieden geben. Okay, das hat jetzt ja noch nicht ganz so gut geklappt, aber vielleicht liegt das Ganze ja auch gar nicht an mir, sondern an meinem Würfel. Vielleicht sollte ich einfach mal einen besseren Würfel ausprobieren. Hier habe ich jetzt einen Solve mit meinem besten Speedcube gemacht, dem Gen 11M. Das ist nicht das neueste Modell, aber auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr guter Speedcube und es macht auch wirklich richtig Spaß damit. Ich habe hier auch eine wirklich gute Zeit hinbekommen, allerdings muss ich auch sagen, dass ich relativ viel Glück beim Scramble hatte. Also, wie schaffen wir es jetzt, unter eine Minute zu kommen? Wir könnten einfach Fingertricks anwenden und mit dem originalen Rubik's Cube extrem viel üben und würden es wahrscheinlich irgendwann schaffen. Oder wir kaufen uns einen besseren Cube und schaffen es schneller. Meiner Meinung nach könnt ihr es aber auch locker mit dem originalen Rubik's Cube schaffen. Und ich erzähle euch jetzt wie. Neben der Geschwindigkeit, wie man dreht, haben wir nämlich noch Einfluss auf einen anderen Faktor. Und zwar, wie viele Züge wir brauchen, um den Rubik's Cube zu lösen. Wir brauchen also einen Lösungsweg, der uns mit weniger Zügen ans Ziel führt. Aber keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht eine ganz neue Methode mit extrem vielen Algorithmen auswendig lernen, um unter eine Minute zu kommen. Wir bleiben einfach bei der Anfängermethode und gucken mal, wo wir hier ein bisschen Zeit einsparen können. Gehen wir einfach mal Schritt für Schritt vor und fangen damit an, wie wir unser weißes Kreuz optimieren können. Am Anfang haben wir ja gelernt, erst alle weißen Sticker
hier um die gelbe Mitte zu versammeln. Diesen Schritt kann man aber natürlich auch überspringen und die weißen Sticker gleich nach unten bringen. Wenn man erst alle weißen Sticker hier nach oben bringt, würde man sicher die doppelte Arbeit machen. Ich zeige euch einfach mal, wie man das Kreuz direkt unten lösen kann. Nehmen wir doch zum Beispiel gleich mal diesen grünen hier. Den können wir einfach hier zur grünen Mitte schieben und danach kann rot runter. Das sieht dann so aus. Blau und orange wird dann einfach runtergedreht. Wenn wir jetzt hier unten einen Sticker haben, der uns anschaut, gehen wir folgendermaßen vor. Erstmal bringen wir den Stein rüber. Dann schieben wir das ganze Kreuz eins weiter, setzen ihn ein und bringen ihn wieder zurück. Wenn der Stein, der uns anschaut, hier oben ist, können wir ihn mit folgenden Zügen ganz leicht nach unten bringen. Was auch ein sehr guter Tipp für das Kreuz ist, ist sich das Farbschema mal etwas genauer anzuschauen. Wir erhalten ja immer gelb nach oben. Dann haben wir rot, grün, orange und blau. Was bringt es uns jetzt, dieses Farbschema auswendig zu können? Ich zeige euch mal ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel folgende Ausgangssituation haben, würde man sich jetzt am Anfang vielleicht denken, da passt jetzt noch kein Sticker. Wenn man allerdings das Farbschema kennt, weiß man, dass rot links neben grün ist. Das heißt, die beiden sind im Verhältnis zueinander schon mal richtig gelöst. Das heißt, ich kann sie jetzt einfach kurz nach hinten drehen, weil ich auch weiß, dass rot gegenüber von orange ist. Deshalb sind diese beiden jetzt richtig eingesetzt und kann einfach mein Kreuz in wenigen Zügen lösen. Das ist ein Schritt, der natürlich etwas Übung benötigt und vielleicht seid ihr am Anfang sogar erstmal etwas langsamer, wenn ihr das Kreuz direkt unten löst. Es wird sich aber auszahlen. Einen weiteren Punkt, den man beim Kreuz gleich berücksichtigen kann, ist, dass man am Anfang den Würfel erstmal inspizieren darf. Das heißt, bevor man den Würfel löst, darf man ihn sich 15 Sekunden anschauen. Gerade wenn ihr versucht, schneller zu werden, macht es sogar Sinn, sich das Ganze vielleicht mal 30 oder 40 Sekunden lang anzuschauen, um so viele Züge wie möglich im Voraus zu planen und so viele Teile des Kreuzes zu lösen wie möglich. Dann kommen wir zum nächsten Schritt, und zwar die erste Ebene. Hier brauchen wir die Ecken. Die setzen wir ja normalerweise einfach ein, indem wir die Ecke hier oben rechts nehmen und den Algorithmus so oft ausführen, bis die Ecke passt. Das hat jetzt wirklich einige Züge gedauert. Es geht aber auch viel schneller. Jetzt ist die Ecke wieder in der genau gleichen Position und wir drehen immer auf die Seite, wo uns der weiße Sticker anschaut. Dann brauchen wir nämlich nur genau einen Zug, um die Ecke einzusetzen. Und auch wenn sie unten ist, nehmen wir es auf die Seite, wo uns der weiße Sticker anschaut, weil dann dauert es nur zwei Züge. In manchen Anfängermethoden lernt man auch, die Steine so einzusetzen. Dann geht man genau andersrum vor und hält den weißen Sticker immer so, dass er einen nicht anschaut. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, dass man die Algorithmen, um die Ecken einzusetzen, sowohl mit links als auch mit rechts ausführen kann. Das heißt, ihr braucht nie mehr als drei Züge, um eine Ecke einzusetzen. Wenn sie nach oben schaut, bleibt euch aber nichts anderes übrig, als den Algorithmus dreimal zu machen. Bei der zweiten Ebene habe ich auch gleich noch einen Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr einen falsch eingesetzten Stein habt, dann setzt ihr irgendeinen beliebigen ein und bringt ihn in die erste Ebene. Danach könnt ihr immer zweimal die obere Ebene drehen und den Algorithmus zum Einsetzen gleich nochmal machen. Denn der Stein hier kommt immer hier nach hinten. Da müsst ihr gar nicht nachdenken und könnt gleich die obere Ebene drehen. Mein Tipp beim gelben Kreuz ist folgender. Wenn ihr den Strich habt, könnt ihr Folgendes tun. Ihr dreht die vordere Ebene einmal nach rechts und führt den Algorithmus aus und anstatt wieder zurückzudrehen, lasst ihr die vordere Ebene noch einmal verdreht und führt den Algorithmus einfach noch ein zweites Mal aus. Dadurch spart ihr euch zwei Züge und das Kreuz ist trotzdem gelöst. Nochmal im Schnelldurchlauf. Zum Schluss habe ich noch einen Tipp für die Ecken. Falls nur eine passt, führt ihr einfach den Algorithmus dreimal aus, dreht und führt ihn noch dreimal aus. Während ihr das macht, könnt ihr schauen, ob diese Ecke auf der richtigen Position ist.
Wenn sie auf der richtigen Position ist, wisst ihr, dass alle Ecken richtig sind. Ich zeige euch einfach mal, was ich genau meine. So, jetzt werfen wir einen kurzen Blick hier rauf und sehen, sie ist noch nicht an der richtigen Position. Das heißt, wenn wir hier fertig sind, wird sie immer noch falsch sein und wir müssen das Ganze wiederholen. Das heißt, wir starten gleich wieder rein und machen den Algorithmus dreimal. Jetzt sehen wir schon, dass sie richtig liegt und wir wissen, nach den nächsten drei Zügen ist dieser Schritt beendet und wir können zum nächsten Schritt übergehen. Und auch für die letzte Ebene habe ich noch einen kleinen Tipp. Hier müsst ihr den Algorithmus nicht unbedingt immer mit rechts ausführen, sondern ihr könnt ihn genauso gut mit links ausführen. In dem Fall spart ihr euch so einige Züge. Diese Tipps werde ich jetzt noch einmal beherzigen und diesen Würfel hier mit der etwas verbesserten Anfängermethode lösen. Gucken wir mal, wie das läuft. Ich habe den Würfel jetzt wieder 5-mal gelöst, damit ich auch wieder einen Durchschnitt berechnen kann. Und so viel kann ich vorwegnehmen, es ist auf jeden Fall ein sehr erfreuliches Ergebnis. Ich habe dann auch nochmal 2 Solves mit dem Gen11M gemacht und bin da auf jeweils ungefähr 40 Sekunden gekommen. Somit kann man vielleicht auch ungefähr einordnen, wie viel Zeit einem ein guter Speedcube wirklich sparen kann. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr das Video bis zu diesem Zeitpunkt hier geschaut habt und würde mich sehr über ein Abo freuen. Außerdem freue ich mich immer über Kommentare und Bewertungen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und hoffentlich bis zum nächsten Mal.